Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr habt ja schon so langsam mitbekommen, die Model Ys werden hier ausgerollt in Deutschland. Und ich stehe jetzt hier im Tesla Service Center in Ottersberg, das ist bei Bremen. Und neben mir ist der Mike. Ja, richtig, und hallo. Mike hat heute seinen großen Tag, denn er holt sein Model Y ab. Und was für ein Modell das ist und wie das aussieht und wie überhaupt die ganze Übergabe hier stattgefunden hat, das seht ihr in diesem Video. Wird also extrem spannend, deswegen bleibt dran. Ja, Mike, du hast jetzt also dich für ein Model Y entschieden. Du fährst aber ja schon Model 3 und das auch schon länger. Und du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Mike T-O-B-Z. Ja, vorne ist das Mike, er heißt nur Tops. Er heißt nur Tops, ja. Wofür steht das Tops? Themen ohne Bezug zueinander heißt das tatsächlich. Okay, Mike macht Themen ohne Bezug zueinander. Klingt richtig. Ja wunderbar spannend. Also das heißt, T-O-B-Z müsst ihr mal bei YouTube eingeben in die Suche. Da sind auch ein paar Model 3 Videos dabei, denn du fährst momentan Model 3, richtig? Richtig, Model 3 Long Range habe ich und das muss jetzt weichen, denn ich wollte etwas mit ein bisschen mehr Platz. Ja, also es wird jetzt ein Kassenmodell, wie du so schön sagst, also das Model Y weiß Standard mit den Standardfelgen, schwarzer Ausstattung, also nichts Besonderes. Richtig. Und Papi muss gar nichts zubezahlen. Das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein. Ja. Du hast noch ein paar Minuten bis zur Auslieferung hier. Ich denke mal noch so 5 bis 10 Minuten. Und wenn er dann gleich hier aus der Halle fährt, leider darf man innen natürlich wieder mal nicht so gerne drehen, dann seid ihr natürlich dabei. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Und dann gucken wir uns das Model Y mal ausführlich an, von innen, von außen, von unten, von der Seite, von oben. Überall. Also zumindest hier auf dem Hof vom Service Center Ottersberg, da stehen schon mal 10 Model Y hier zur Abholung. Die Farbe Weiß ist tatsächlich sehr stark vertreten, aber auch Blau, wobei ich den ja in Rot auch extrem schön finde. Das ist wohl das gute Stück. Also ist noch nicht so weit, dass du ihn mitnehmen kannst, würde ich mal sagen. Nee, nicht ganz. Fehlen noch die Nummernschilder, die hast du schon abgegeben, ne? Richtig. Eigentlich müsste es soweit fertig sein, aber ich kann ja schon mal gucken. Das ist so ein bisschen hier die kritische Seite bei jedem Tesla Model irgendwas, also zum Beispiel 3 oder Y, finde ich. Hier dieser Abstand, der ist immer irgendwie komisch im Vergleich zum Rest. Ja. Und hier wird er plötzlich größer, ne? Ja. Im Vergleich zu hier. Da haben die ja alle anscheinend zurzeit Probleme, ne? Mit den Scheinwerfern vorne. Guck mal, der Abstand hier ist viel kleiner als der Abstand hier. Ja. Also selbst das aus China, das ist nicht richtig zentriert irgendwie. Was entdeckt? Kleinigkeit, also ich dachte erst, es wäre ein Lackabplatzer, aber ist das Metall anscheinend ein bisschen gebogen dort. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hier eine Lacknase ist. Oh, sehr schön. Aber die Wagenheberaufnahmen sind jetzt unverletzt. Das gab es ja auch eine Zeit lang, dass das problematisch war. Einmal die beiden Schlüsselkarten. Mhm, gut, die brauche ich eh noch heute. Einmal die Kennzeichen. Jo.
Schilder bringt sie schon mal an, dann schau ich ihnen einmal alles an, einmal quasi rundherum, ob alles in Ordnung ist und dann... Ja. So, Mike's Model Y wird das erste Mal bewegt. Mike, der Motor klingt aber komisch. Ja, ne? Irgendwas ist nicht ganz richtig. Das stimmt irgendwas nicht, man hört ihn nicht. Was für einen Akku hast du denn eigentlich im Schein stehen? Das kann ich dir sagen, und zwar ist das der M48-Akku, der Y5CD von LG, also mit 77 Kilowatt brutto, also 75 netto. Also 77 Kilowattstunden steht da drin? Genau. Ja, und während Mike sich den Wagen nochmal genau anschaut, ob irgendwo noch Mängel zu sehen sind, kann ich euch nochmal sagen, dass diese Auslieferung hier doch relativ unspektakulär war. Also der Wagen stand hier halt auf dem Parkplatz, die Nummernschilder wurden dran geschraubt und dann herzlichen Dank, Hände schütteln und gute Fahrt. Das Ganze hat hier, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten gedauert und das war's. Schade, ich hätte irgendwie Blumen, Sekt, Champagner, irgendwas erwartet, aber vielleicht ist das einfach alles mittlerweile zu normal. Ja, das ist also das Kassenmodell hier vom Model Y. Weiß mit den Standard 19 Zoll Felgen, schwarzer Innenraum. Ansonsten, das Auto ist so gut wie mängelfrei, sage ich mal. Also es gibt ein paar Kleinigkeiten, die wir gefunden haben. Das ist aber wirklich eigentlich vernachlässigbar. Hier vorne ein Lackkratzer und eventuell so ein Gummi hier ragt ein bisschen raus, oben an der Fensterleiste. Aber der Rest ist wirklich, sag ich mal, vernachlässigbar. Und jetzt gucken wir uns den Wagen mal ein bisschen genauer an. Falls ihr das Model Y noch nicht so gut kennt, möchte ich euch mal zeigen, was das eigentlich für ein Auto ist. Also im Prinzip haben wir hier ja quasi ein Model 3 Chassis, was einfach ein bisschen höher gezogen ist. Ne? Und wenn man das mal von außen sieht, wirkt der Wagen im Vergleich zum Model 3 also bestimmt 30 cm höher. Also er wirkt schon ziemlich groß und wuchtig. Hat ganz kurze Überstände, hinten und vorne. Und sieht von vorne im Prinzip ja, fast genauso aus wie Model 3, allerdings ist hier die Schnauze also bestimmt 20 cm höher gezogen. Ne? Das fällt schon auf. Also hier haben jede Menge Fliegen Platz, die sich hier irgendwie niederlassen können oder bei 180 auf der Autobahn auf der Gegend klatschen können. Viel Spaß beim Saubermachen. Ich kenne auch einen guten Aufbereiter mit Keramikversiegelung, wisst ihr ja, Jürs Michael Scharnberg aus Lübeck, verlinke ich mal hier oben. Ja, ansonsten der Wagen, wie gesagt, weiß, sieht super aus. So, jetzt, wo die Sonne ein bisschen rauskommt, da sieht man hier auch, dass das Weiß so einen Perleffekt hat. Also das ist gar kein Uni-Weiß, wie das vielleicht im Schatten so langweilig aussieht. Im Gegenteil, das ist so ein Metallic-Weiß. Und gerade bei Sonne, da sieht es sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Gut, dann haben wir den Frunk jetzt mal aufgemacht und dann gucken wir mal, wie er hier von innen aussieht. Abgesehen davon, dass das hier dreckig ist bei einem neu ausgelieferten Wagen, was finde ich ja so ein bisschen peinlich für den Hersteller. Aber gut, haben sie vom Schiff irgendwie vielleicht ein bisschen Dreck gekriegt und das nicht sauber geputzt. Aber ansonsten haben wir hier den üblichen Frunk und so wie es aussieht, ist er nicht viel größer als im Model 3. Ich weiß nicht, du hast ja ein Model 3, Mike. Tiefer. Tiefer ist auf jeden Fall eine ganze Ecke. Okay. Aber sonst viel größer, ansonsten nicht. Gut, und das mitgelieferte Ladekabel ist nur 4 Meter, hast du gesagt. Das ist natürlich ziemlich kurz. Also ich habe ja ein 7 Meter Kabel und 5 Meter ist eigentlich so Standard, aber 7 Meter ist schon zu empfehlen. Manche Ladesäulen sind schlecht anzufahren irgendwie und da hast du mit einem 4 Meter Kabel echt gar keine Chance. Das heißt, da brauchst du dann auch noch ein längeres Kabel, musst du als Zubehör kaufen. Also Leute, denkt dran, wenn ihr Model Y kauft,
plant noch ein zweites längeres Kabel ein. Kostet auch ein paar hundert Euro. Das kannst du mit einem Finger so zudrücken, das läuft. Das ist richtig klasse. Dann gucken wir uns mal hinten den Kofferraum an. Das ist ja im Prinzip der entscheidende Vorteil, also neben der Größe des Innenraums, des Höhersitzens und so weiter. Aber der Kofferraum vom Model Y, das ist auch der Grund, weswegen ich mir persönlich ein Model Y kaufen würde, statt eines Model 3s, weil ich habe einen Hund zu transportieren. Und das hier ist endlich mal so ein Kofferraum, wo ich sage, jawohl, da passt viel rein. Abgesehen von dem Hund, überhaupt gar kein Problem, weil das hier so hochgezogen ist. Und nicht nur das, man hat hier jede Menge Seitentaschen. Und last but not least hat man das hier. Also ich würde sagen, ich traue mich jetzt nicht, aber ich könnte mich da, glaube ich, reinlegen. Ich meine, Björn Nyland hat das gemacht, der kleine Asiate aus Oslo. Soll ich mal versuchen? Versuche es. Soll ich mir Schuhe ausziehen? Ach, Quatsch. Doch, ich ziehe mir die Schuhe aus, pass auf. Und mein Handy lege ich mal dahin, nicht, dass ich das platt drücke. Also ist jetzt ein bisschen nachgemacht, weil Björn Nyland das schon gemacht hat, aber ich probiere es mal. So, Leute. Also, ich glaube, die Klappe geht nicht ganz zu. Aber, ich meine, Ofe, du würdest ja auch reinpassen. Bloß rauskommen, das ist das Problem. So. Aber für Kinder, wenn die Verstecken spielen, passt bloß auf, dass das Auto abgeschlossen ist. Wie kriege ich die auf? Dann muss ich das ein bisschen vorziehen. Und hier ist auch nochmal Stauraum. Das sind jetzt vielleicht nur 10 cm. Aber irgendwas passt da immer noch rein. Und sei es ein Ladekabel oder Hausschuhe oder flache Taschen oder so. Pizzen, Pizzakartons. Für deswegen unterwegs. Ist das Kabel nur noch 4 Meter, damit es hier reinpasst. Ah, das ist der Grund. Ja. Tesla denkt mit, wie immer. Gut, und wir können die Sitze endlich von hier aus zurückfahren. Zack und zack. Ich hätte die Schuhe ausziehen sollen, auslassen sollen, denn jetzt mache ich den Liegetest. Pass auf. Also, ich bin 1,82. So. Geht die Klappe zu? Meine Füße? Okay. Füße ausstrecken kann ich nur, wenn ich quer liege. Aber wenn ich quer liege, dann kann ich als 1,82 großer Autofahrer hier pennen. Zu zweit muss man sich ein bisschen arrangieren. Also vielleicht kann ich noch nach hinten rücken. So wird es gehen. Ja, so wird es gehen. Aber Mike, ich muss dich enttäuschen, du bist größer als ich. Ja. Das wird bei dir nicht passen. Aber die Sitze wieder zurückfahren, das geht nicht, das muss man von Hand machen. Haben sie irgendwie nicht zu Ende gedacht, finde ich. Jetzt können wir mal gucken, wie es von innen aussieht. Hab ja auch noch nie im Model Y gesessen. Dann fangen wir mal von hinten an. Also wenn ich jetzt hier sitze, gibt es als erstes mal die Option, irgendwo kann man hier doch die Sitze kippen. Da gibt es hier, genau. Hier ist so ein Griff. Und das ist auch mit Motorunterstützung. Kann man das stufenlos machen? In mehreren Stufen. Ah ja, es macht immer so ein Sirrgeräusch. Also ich kann die Lehne in mehreren Stufen nach hinten kippen und mich in eine Art Liegeposition ist übertrieben, aber sehr bequeme Sitzposition bewegen. Also das hier finde ich ja richtig gut. Das ist was, was mir irgendwie überall immer gefehlt hat. Auch hier so diese Alcantara-Verkleidung sieht auch sehr edel aus. Weiße Ziernähte in diesem Kunstleder, veganes Leder. Hier hat man mit Filz ausgekleidete Innentaschen. Das sieht richtig gut aus. So, Fahrerseite. Ach so, der Sitz war auf dich eingestellt. Richtig, ne? Und ich bin 1,97. Okay, fast 2 Meter. Ich bin 20 cm kürzer sozusagen. Dann wollen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Also, so. Ja, noch ein Stück vielleicht. So, das wäre so meine Sitzposition. Und was einem echt auffällt, ist, dass der Sitz wirklich 10 cm höher gezogen ist. Der sitzt auch auf so einem Podest. Der ist richtig hochgelegt. Also das kommt gar nicht dadurch, dass der Wagen so viel höher ist, sondern dass der Sitz hochgelegt ist. Weil das Dach natürlich höher ist, da kann man den Sitz höher ziehen. Und man hat hier dann dadurch natürlich eine super Übersicht. Gut, hinten ist das große Problem, dass die Heckscheibe sehr, sehr klein ist. Kann man natürlich so, wenn man so direkt rausguckt, irgendwie kaum was durchsehen.
Da ist natürlich schwer abzuschätzen, wo der Wagen aufhört, aber wozu gibt es Rückfahrkameras? Davon hat Tesla ja eine und die ist super scharf. Auch das große Display bildet die sehr gut ab. Also das wird dadurch natürlich mehr als kompensiert. Ja, und das hier ist natürlich jetzt plötzlich richtig gut. Hier diese Dichtung. Das war bisher im Model 3 immer irgendwie sehr, sehr schäbig, sag ich mal. Stand vor, es hat sich gewellt. Das ist jetzt völlig Geschichte. So, und schaut euch mal diesen Dachhimmel an. Das ist der Hammer. Ja, was noch fehlt, ist eine Kofferraumabdeckung. Die gibt es im Zubehör irgendwie und irgendwann mal zu kaufen. Würde mir auch fehlen. Aber die Scheiben hinten sind ja getönt. Das heißt, man kann nicht unbedingt reingucken. Scheiben sind getönt. Das heißt, die fehlende Kofferraumabdeckung ist nur ein gefühltes Problem. Ein echtes ist es nicht, weil man kann durch die Scheiben so gut wie nicht in den Kofferraum gucken. Die sind im Prinzip schwarz. Und wenn man dort Sachen gelagert hat, dann sieht man das nicht. Und die Kofferraumabdeckung ist wegen des Sichtschutzes nicht unbedingt nötig. Ja, ich habe ja schon vorher gedacht, dass das Model Y so ein bisschen so der Quantensprung für Tesla ist. Auch gerade was den Massenmarkt angeht und die Produktion hier in Deutschland. Mit den mindestens 500.000 Autos jährlich, wo Leute dann auch öfter so kommentieren, ja, das werden die doch nie los und viel zu optimistisch geplant. Nee, ich glaube, das ist wirklich so. Jetzt, wo ich da drin gesessen habe und mir das Auto angeguckt habe, das ist wirklich ein Quantensprung. Also gut, der ist jetzt made in China. Die Qualität hier von dem Auto, sowohl was die Verarbeitung angeht, auch was diese Anmutung der Hochwertigkeit, auch gerade vom Innenraum angeht, das ist wirklich nochmal eine Schippe drauf, was die Model 3 bisher bieten. Und ich glaube, dass damit Tesla wirklich ein super Wurf gelungen ist. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Standard Range von dem Model Y, damit wir von diesem hohen Einstiegspreis ein bisschen runterkommen. Und dass wir auch die volle Förderung von 6.000 dann noch bekommen. Ich würde mal tippen, dass so ein Standard Range Model Y dann so um die 40.000 kosten könnte. Nach Förderung natürlich. Und oder vielleicht sogar 39.000, weil so ein Model 3, da liegen wir jetzt ja nach Förderung bei 34.000 und ein paar zerquetschte Euro. Also so um diesen Dreh könnte ich mir vorstellen und dann wird der Wagen noch mehr nachgefragt. Und ich glaube, das ist wirklich ein super Auto und gerade auch bei dem, was der Wagen bietet, ein absoluter Kauf, würde ich mal sagen. Also für Tesla-Fans sowieso, wer sich's leisten kann, immerhin. Und naja gut, ich bin so ein bisschen Fanboy von Tesla, ich fahre ja schließlich 3 Jahre ein, aber ihr wisst ja, ich habe jede Menge andere Elektroautos schon getestet. Alle super, ob das jetzt der Taycan ist, ob das ein ID.4 ist, ob das der Enyaq ist, ob das der Ford Mach-E ist, ob das ein Audi e-tron ist. Alles super Autos, gerade auch made in Germany, Qualität 1A. Aber hier vom Model Y bin ich eben auch begeistert. Und wenn ich halt die Wahl habe zwischen einem Auto, was mir gut gefällt und ein Auto, wovon ich begeistert bin, dann nehme ich das Auto, wovon ich begeistert bin. Und das ist hier momentan das Model Y. Mal sehen, was Tesla noch so liefert. Ich bin gespannt. Ich wünsche auf jeden Fall Mike immer gute Fahrt mit dem Auto. Ja, ich denke vielen mal, Dank. Du hast da ein super Auto bekommen. Und bist du auch zufrieden? Ich bin total zufrieden, ja. Also es sind die Kleinigkeiten, die ich gefunden habe. Ich habe es eben gerade noch gesehen. Die Türgriffe schauten an einer Seite minimal raus. Aber es sind wirklich, also in dem Kreis bewegt sich das ja, wirklich alles minimal. Und von daher freue ich mich, dass es jetzt soweit ist, dass meine Auslieferung auch vorgezogen wurde als nervigster Kunde Norddeutschlands. Darauf bestehe ich. Wieso? Hast du so gequengelt oder was? Ja, nicht das erste Mal. Okay. Die in Hannover kennen mich. Ich bin sehr zufrieden. Ja, ja super. Freut mich. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Es war eine der ersten Auslieferungen hier vom Model Y in Norddeutschland zumindest. Und hier in Ottersberg, da stehen noch jede Menge auf dem Hof. Ich denke, in den nächsten Tagen wird auch die Model Y-Dichte hier in und um Bremen deutlich zunehmen. Und vermutlich werdet auch ihr bald welche auf der Straße sehen. Ja, ist ein Hingucker und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt für das Video. Ja, ich weiß, es ist ein Tesla-Video. Es gibt auch sehr viele Leute, die Tesla nicht so mögen unter meinen Abonnenten. Bitte seht ihr es mir nach. Ich bin so ein bisschen begeistert. Aber ich denke, ihr habt dafür Verständnis. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr wisst ja, meinen Kanal abonnieren, denn ein Abo bei YouTube ist zwar kostenlos, aber niemals umsonst. Und auch Mikes Kanal abonnieren, TOBZ, wie gesagt. Du hast erst 500 Abonnenten. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht in einer Woche auf 1000 kriegen. Ja, Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.